Ja, Schmutzli. Die Kinder denken sicher schon an uns. Ja, ja. Sammy Klaus. Wir haben die Kinder auch nicht vergessen. Genau, so ist es. Gehen wir weiter. So. Hi miteinander. Ja, liebe Kinder, wir haben euch nicht vergessen. Eure Eltern, Mami, Papi oder Großeltern haben es euch sicher gesagt, dass wir ganz gut schauen müssen in dieser Zeit, damit wir gesund bleiben. Ja. Und wie, dass wir gesund bleiben, das wissen die sicher auch schon. Gell? Der Sammy Klaus, der Schmutzli, wir waschen die Hände immer gut, auch hier bei den Handgelenken. Und was ganz wichtig ist, auch gesund essen. Gemüse oder auch Früchte. Weil jetzt kommt die kalte Jahreszeit, der Winter, und da sollten wir gestärkt sein. Gell? Ja, wir haben einen Haufen Kartoffeln, Rüebli und Sellerie. Habt ihr das auch gerne, Kind? Oder Spinat? Genau, und der Schmutzli hat ganz saubere Hände. Schön ist es. Ja, liebe Kind, der Nikolaus war auch mal ein kleiner Bub. Und er ist in der Hafenstadt Patras geboren. Das ist am östlichen Mittelmeer, im Morgenland. Dort, wo die Sonne aufgeht. Darum sagt man das Morgenland. Aber im Nikolaus seine Eltern sind früh gestorben. An einer Krankheit, die man früher nicht heilen konnte. Und der Nikolaus war ganz traurig und so verlassen ohne seine Eltern. Das haben auch seine Tiere gespürt. Seine Eltern haben dem Nikolaus einen grossen Palast, Paläst, Ländereien, Diamanten, Gold und Silber hinterlassen. Und im Stall hat es schöne weiße Rosse gehabt, Esel und einen Haufen andere Tiere. Aber der Nikolaus war traurig. Das hat auch seine Dienerschaft gespürt, dass es dem Nikolaus nicht so gut geht. Und der Oberhofmeister hat gesagt, ich zeige im Nikolaus alle seine Schätze, das Gold und die Diamanten. Und der Oberstallmeister hat gesagt, ich spanne alle schönen Rosse an, an Kutschen und fahre mit ihm durch alle seine Ländereien. Und der Küchenchef, der Küchenmeister, hat gesagt, ich decke den Tisch mit weissen Tischtüchern und lade alle vornehmen Kinder ein. Aber der Nikolaus wollte von dem nichts wissen. Er war einfach traurig, dass er einfach so alleine war. Das haben auch seine Tiere gemerkt. Katzen und Tauben waren traurig. Und auch sein kleiner Esel, der Hamar. Der Nikolaus war müde und wollte gleich schlafen. Und auf dem Weg in sein Zimmer ist er mit dem Fuß an einen Tonkrug gestossen. Und als der Krug umgekehrt ist, sind gerade Schriftrollen rausgekehrt. Und der Nikolaus, das sind ja gerade solche, die meine Mutter mir alles vorgelesen hat. Und der Nikolaus hat eine genommen und hat gelesen, vom reichen Mann, der nichts wollte verschenken und nichts in den Armen geben wollte, alles wollte für sich behalten. Das sind Geschichten von Jesus, hat der Nikolaus gesagt. Die Sättige hat mir die Mutter alles erzählt. Und der Nikolaus hat gesagt, ich bin auch reich.
Jetzt bin ich schon lange nicht mehr ins Tor, in die Stadt gegangen, zum Stadttor, zu den Armen. Gerade morgen gehe ich wieder ins Städtli und gehe schauen und etwas verschenken. Und so ist der Nikolaus zufrieden und müde eingeschlafen. Wo die Sterne wieder verlöscht sind und die ersten Sonnenstrahlen ins Zimmer geschonnen haben, ist der Nikolaus ganz leislich aufgestanden. Er hat sich zum Palast ausgeschlichen und ist in die Stadt gegangen. Auf dem Weg ist ihm seine Mutter in den Sinn gekommen, die gesagt hat, weisst Nikolaus, wir sind ganz reich und darum sollte man immer mit anderen teilen. Weisst, Gott hat uns alles um die Hand gegeben und Jesus hat Frieden auf die Erde gebracht. Das feiern wir an Weihnachten. Und so hat der Nikolaus gar nicht gemerkt, dass er schon bald am Stadttor war. Und als er Kind gesehen haben, sind sie springen gekommen in ihren verlumpten Kleider. Und der Nikolaus hat gerade in seine Säcke langen und etwas rausgeben. Aber der Nikolaus hat gemerkt, dass er gar keine Säcke hat an seinem Gewand. Dann hat er seine Kette gegeben, den Ring und seine Sandalen. Und die Kinder haben Freude gehabt. Und der Nikolaus ist ganz glücklich zurückgelaufen und zufrieden in den Park, in seinen Garten gekommen. Der Park war schon richtig schön warm von den Sonnenstrahlen. Und die Granatäpfel haben geleuchtet und die Vögel haben ganz schöne Lieder gepfiffen. Und der Nikolaus hat gedacht, so schön ist es noch gar nie gesehen. Und die Katzen haben geschnurrt und die Tauben haben gegurrt. Und der Pfau hat sein grosses Rad geschlagen. Die Schafe sind umgehüpft und der Esel Hamar hat vor Freude gerade einen Purzelbaum gemacht. Und der Nikolaus ist zum Hofschneider gegangen und gesagt, du Hofschneider, tu mir ganze Haufen Säcke an mein Gewand nähen. Und der Hofschneider ist hergesessen und hat die Säcke ans Gewand genäht. Und als er fertig war, hat der Nikolaus das ganz schöne Gewand angelegt. Er ist zufrieden in den Park gegangen und hat seine Säcke mit Feigen, Mandarinli, Nüsse und Datteln gefüllt und ist sie in die Stadt, in den Kindern verteilen. Als er 12 war, ist er in eine andere Stadt gekommen und bei ganz berühmten Lehrern hat er die Heilige Schrift gelernt lesen. Der Nikolaus hatte ein gutes Herz. Er hat von Gott ein gutes Herz geschenkt bekommen. Er hat immer das, was er hatte, teilt, weil er sonst auch für sich genug hatte. Als er älter geworden ist er auf eine grosse Reise gegangen. Und dort hat er geträumt von einem Engel, der gesagt hat, Nikolaus, geh zurück in deine Heimat und hier in Gottes Namen Gutes. Und als der Nikolaus verwacht ist, hat er gedacht, ja, und ist auf ein grosses Schiff gestiegen, das Richtung Myra gefahren ist. Myra ist ganz eine Stadt in der Nähe dort, wo der Nikolaus aufgewachsen ist, geboren ist. Und als er in die Stadt gekommen ist, in Myra, ist er zum grossen Schiff ausgestiegen. Und die Leute, die haben gerade gewusst, das ist der Nikolaus. Von dem haben sie schon viele gehört, dass er Gutes tut für andere. Und eine ältere Frau hat gesagt, dich hat Gott geschickt. Wir brauchen einen neuen Bischof und du bist sicher der. Und die Leute haben gejubelt und gesagt, wir haben einen neuen Bischof. Und plötzlich ist der Nikolaus ein bisschen gestossen worden und sein alter Esel Hamar hatte so Freude gehabt, dass er den Nikolaus wieder gehört hat und gespürt hat, er hat gerade den Kopf an seinem Gewand ein bisschen gerieben und hat vor Freude I-A gemacht. Und seitdem hat der Nikolaus immer den Esel dabei. Der kleine Esel Hamar, der jetzt schon älter geworden ist. Ja, liebe Kind, auch ihr könnt Gutes tun wie der Nikolaus.
Und weil der Nikolaus immer Gutes da hat, feiern wir am 6. Dezember den heiligen Nikolaus. Auch ihr könnt etwas tun. Und gerade in dieser Zeit sind die Leute sicher froh, wenn sie etwas brauchen und es nicht selber einkaufen können. Oder sie freuen sich am Lachen von euch. Ein Kindergesicht ist immer fröhlich und das tut gut, gerade in dieser Zeit. Ja, das Lachen, das ist etwas ganz Wichtiges in dieser Zeit. Und dass wir auch gut aufeinander schauen, dass wir einander helfen und einander unterstützen. Und wenn die Eltern gut auf euch schauen, ihr untereinander gut aufeinander schauen, dann sind wir sicher, kommt alles gut. Ja, liebe Kinder und liebe Eltern, euch wünschen wir ganz frohe Adventszeit, frohe und gesegnete Weihnachten und ein ganz gutes neues Jahr. Wir wünschen euch wirklich alles Gute und gute Zeit.